Willkommen zurück zu Brave Frontier und den Schlachten um die Valhalla-Bosse. Wir sind bei Skelmold. Quasi der vorletzte Boss. Und ja, hier gibt es nicht so sonderlich viel, was man beachten muss. Eigentlich jede dritte Runde Guard. Das war's. Sonst ist nicht viel zu beachten. So, das war jetzt dann Runde 2. Ah, doch, okay, am Anfang noch nicht. Also am Anfang dann wahrscheinlich die dritte Runde, das werden wir gleich sehen. Ist aber auch nicht schlimm, da können wir wenigstens Buffs schon mal verteilen. So, jetzt genau, brennender Körper. Sie gibt sich einen Damage Reflect Buff. Den wollen wir natürlich nicht ins Gesicht bekommen. Also garden wir hier. Jetzt haben wir wieder eins, Runde 1. Runde 2. Und da gibt es sich wieder den Reflect. Also Runde 3, jetzt wieder Garden. Ach ja, und alle 6 Runden nimmt sie den Leader Skill weg für 3 Runden. Also quasi bis zum nächsten von ihrem Spezialschwachsinn. So, wir nehmen jetzt hier einen Cornelius UBW, um wenigstens ein wenig effektiv nebenbei was machen zu können. Oh, das war Runde 1. Runde 3 vom UBW wird gewastet werden. Kann man leider nichts machen. Oh, Runde 2. Auch die Heilung. Und da haben wir auch unsere Leader Skills wieder. Und da gibt sie sich Damage Reflect wieder mal. Ja, mal Runde 1, dann jetzt wieder nach ihrem Angriff wieder Runde 2, wo wir noch lustig machen können. Und da gibt sie sich wieder den Damage Reflect und mehr passiert ja eigentlich auch nicht. Das geht die ganze Zeit so. Je nachdem, wie viel Schaden man macht, umso öfter. Dann nimmt sie wieder die Leader Skills.
Da hat sie doch gerade versucht, einen Status zu verteilen. Das war wohl nix. Ja, wir sind jetzt zwar kurz vor Schluss, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ist natürlich unbedingt eine Runde sein, wo sie Leader-Skills wegnimmt. Ja, und dann wären wir auch mit Skalmold fertig. Und ja, dann sehen wir uns bei Yggdrasil. Macht's gut.